Das gibt's ja nicht, oder? 17 Jahre Otti Schlachthof. Das ist, ich finde es so unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist. Das ist das, was mir da wirklich zu schaffen macht. Ich sehe doch nur bei der ersten Sendung, sehe hier einen Otti noch da hocken. Rank und schlank war er damals noch, ist wirklich unglaublich. Und jetzt sind 17 Jahre vorbei. Das ist wirklich. Und ich weiß schon, das ist eine Binsenweisheit, aber ich habe wirklich das Gefühl, je älter das man wird, desto schneller vergeht auch diese Zeit. Wirklich, weil wenn man jung ist, dann vergeht die Zeit so langsam. Ich finde manchmal, das ist wie so eine Spirale ein bisschen, weißt? Wenn man jung ist, vergeht die Zeit so, was? So rum, rum und dann immer mehr rum, 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 knick. Und es ist wirklich, wenn man jung ist, vergeht die Zeit langsam. Ich weiß doch noch, wie ich ein kleiner Bub war, am zweiten Weihnachtsfeiertag hat man immer gesagt, Mensch, das gibt's ja nicht, das dauert ja ewig, bis wieder Weihnachten ist. Und heute ist es so bei mir, ich lerne Christbaum nicht mehr ab. Mach ich nicht mehr. Ja, ich bin doch nicht blöd. Ich hab vor 2 Jahren habe ich einen Christbaum abgeklärt. Alles in den Kellern untertragen, nimm ich den alten Baum, trage ihn raus bei der Tier und ich bin mir selber begegnet, wie ich einen neuen wieder reingetragen habe. Ja, so, das gibt's ja nicht. Wahnsinn, wirklich. Je älter das man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Und dann gibt's wieder ein Phänomen und da weiß ich nicht. Ich glaube, das hat was mit Verwerfungen im Raum Zeitkontinuum zum Tor. Weil manchmal ist so, wenn man alt ist, dass dann Zeit wieder total langsam vergeht. Gibt's auch. Ich habe mal eine alte Frau gesehen, die war locker 95. Die wollte mit ihrer Gehhilfe über die Treppen runtergehen. Das hat dauert, hat das. Wirklich. Wir sind 5, 6, sind wir hinter ihr gestanden und haben gesagt, geht's noch langsamer. Und da vorne ist dann wieder total schnell gegangen, weil die hat so Gesundheitsschuhe angehabt, weißt du? Und die haben so eine Gummisohle. Und da muss die auf so ein Radl von der Gehhilfe hinaufgekommen sein und brumm, da bumm, drum, drum, da bumm, bumm, brumm, da bumm, bumm, dumm, dumm, bumm, dumm, bumm, brumm, da bumm, bumm. Und da frage ich mich vielleicht schon, warum heißt das Gesundheitsschuhe, wenn man sie damit das Knack bricht? Also ich meine, da stimmt der Begriff nicht. Da stimmt der Begriff nicht. Und ich habe sogar manchmal das Gefühl, dieses Zeitempfinden, das schnell oder langsam vergeht, das hat nichts mit der Zeit zu tun. Überhaupt nichts, weil Zeit, sagen wir mal, eine Sekunde ist ja immer gleich lang, oder? Tack, tack, tack. Eine Sekunde sagt ja nicht irgendwann, boah, ist da warm herin, heute pressiert es mir gar nicht. Und dann dauert es länger, ist ja ein Schmarrn. Na, und darum glaube ich, Zeitempfinden hat viel mit dem Kopf zu tun. Ganz sicher. Weil sagen wir mal, Sie haben eine neue Freundin, verbringen mit ihr die erste Nacht. Am nächsten Tag in der Früh sagen Sie doch, boah, gibt's ja nicht, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Wenn Sie aber mit dem nackerten Arsch auf einer heißen Herdplatte sitzen, da können Sie Minuten hinziehen. Ja, das ist, ja. So ist es. Und aber ich bin mir ganz sicher, wenn vor 25 bzw. vor 17 Jahren sind das jetzt, ich habe das einmal umrechnen lassen, weil wir haben jetzt Euro, das ist vor 17 Jahren, 1995. Wenn damals, 1995, bei der ersten Sendung vom Otti, wenn damals einer zu ihm gesagt hat, du Otti, die Sendung, die magst du 17 Jahre lang. Ich weiß, was der Otti gesagt hätte. Der hätte gesagt, naja, 20 wären auch nicht schlecht.